So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder flugmäßig unterwegs und gehen auf den nächsten Planeten. Ich bin schon echt gespannt, was uns dieses Mal erwartet. Ja, hier unser Innenarchitekteur von Tine Wittler ist mal wieder hier hinten am Umstalten unseres Schiffs hier. Gerade eben hat er schon unser Schiff hier einmal in Gelb angemalt und hier landen wir auf dem Planeten. Guck mal, was ich habe. Was ist denn das? Ein Löffel. Ach, mit dem Löffel kann man auch? Ja, ja. Okay, ich schaue einfach mal runter auf den Planeten. There we go. Das ist unser Startplanet. Wunderbar. Okay, nächster Planet. Also, dann wissen wir jetzt schon mal, mostly harmless ist ein bisschen schwerer als komplett harmless. Okay. Oder? Ja. Weil unser Startplanet wird komplett harmlos sein. Okay, nächster Planet. Wunderbar. Den direkt daneben, den haben wir auch schon angeschaut, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Jojo, das sind alle drei, wo wir schon angeschaut haben. Du musst wirklich aufs Sonnensystem zugreifen. Also so, nicht, dann nehme ich mal den hier. Dense Forest, Planet Life produces plenty of oxygen. Nehm ich mal den. Oxygen. Oxygen, Sauerstoff. Mhm. Und dann schauen wir uns mal an, wie der abgehen wird. So, unser Chefkoch bereitet uns noch ein leckeres Mahl für unterwegs vor. Ich will endlich ein größeres Schiff haben, das gibt's nicht. Ja, weil dass du hier hoch in die nächste Etage kannst, ne? Ja, genau. Hier oder und unten dann. So, wir landen. Ich habe keine Ahnung, was du für Liegeübungen machst, aber ich will es gar nicht wissen. Ihr Roboter habt doch eh alle einen kompletten Schaden irgendwie. Ich bin kein Roboter. Ey, ihr Affen. Oh, oh. Oh, okay, wir starten schon mal direkt an der Seite dran. So, dann mache ich uns hier gleich mal ein Kennzeichen, dass ich weiß, okay. Warte mal kurz, dafür habe ich was anderes, dass wir ein Kennzeichen haben. Jawohl, so ein Feuer. Okay, sollen wir dann gleich losschauen ein bisschen? Ja. Ja, gehen wir ein bisschen losschauen. So, ich brauche auch eh noch ein bisschen hier Holz. Holz wieder, damit wir neue Fackeln machen können. Und ich höre dich auch schon wieder schön am Abgrasen. Oh, ich habe jetzt für einen Viech 217 Pixel bekommen. Okay, da ist schon der nächste. So, ich leuchte dir. Und da, ach, ist ein Affenplanet. Hello, you little. Ah, cool Jacket. Kann man hier kaufen? Kann man. Ah ja, cool Jacket. Ui. Okay. Dann haben wir die Quest dann fertig. So, ich hau hier nochmal ein bisschen. What the fuck? Ja, gerade gefeuert. So, ich leuchte dir einfach. Da oben gibt's auch wieder Futter. Koffeebohnen. Und hier sind irgendwelche roten Teile, die hier gerade abgefeuert werden. So. Oh, Schnelligkeit. Oh, Schnelligkeit. Juhu! Du machst das bisher ganz toll. Wie bist du jetzt da hoch? Ach, du hast deinen blöden Jump. Ach, ich muss mir. Moment, ich muss mir mal wieder ein bisschen. Du musst unbedingt die Tech dazulegen. Weil die Tech. Du hast doch auch zwei Techs in deinem Inventar, oder nicht? Nein, ich habe nur das Oxygen, habe ich aktuell drin. Das ja, andere hast du ja durch ein Special bekommen. Okay, nee, ich brauche. Nee, wir haben doch Techs in der Kiste gefunden. Ja, guck, die hast du ja genommen, oder? Da müsstest du auch zwei von haben, wie ich auch zwei davon gehabt habe. Echt? Nee, ja. Ich dachte, die hast du genommen. Nee, die habe ich dir gegeben. Echt? Zwei. Nee. Doch, guck mal in deinem Inventar nach. Okay, ich baue jetzt auf jeden Fall hier erstmal, damit ich hier hochkomme zu dir. So, und jetzt können wir weitergehen. Ha ha.
Vogel hinter dir. Vogel. So. Au, 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 au. Moment kurz, ich muss mich kurz heilen. Ja, dann mach mal. Ich soll auslösen. Okay, wir leuchten. Das heißt, ich brauche keine Leuchte mehr. Die Viecher sind schon ein bisschen... Ja, sind schon ein bisschen... Ach, oh, Pilzvolk wieder. Also die machen nichts. Nee, aber hier können wir ein bisschen noch wieder abgraben. Mal. Hi. So, solange man ihm nichts tut, ist alles okay. Aber wir dürfen natürlich alles hier abräumen bei ihm. Oh, ein Garten. Da gibt es wieder lecker Zucker. Das ist ein bisschen doof, ne? Ja. So, aber so geht's. Hello, you little friend. Bin 10 Mushrooms. So. Das ist ein bisschen doof, was. Ja, aber da gibt's auch eine Möglichkeit. Ich bastel mich hier einfach durch den Boden durch. Ich guck mal ein bisschen durch, ne? Hier. Die Ruhen sind nicht wirklich spezielle Sachen. Deswegen lasse ich's auch. Hier ist gar nichts drin in der Truhe. Nee, ich sag nur, in der Truhe sind nicht wirklich spezielle Sachen drin. What the fuck, da greifen mich welche an. Au, 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 au. Wer greift dich an? Oh, Roboter. Au, 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 au. Will doch nur die Tür zumachen. Ja, das hätte ich jetzt auch als Idee genommen. So. Wir kommen in Frieden! Nein, nein. Warte kurz. So, kann schon durchschießen? Noch nicht ganz. Ein kleines bisschen. Jetzt müsste doch gehen. Der gute alte Hickenschütze. Oh! Ha. Das ist eine Klappe! Kannst du nehmen. Au, 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 au! Ich gehe zurück einfach. So. Hast du die Kappe? Warte, ich geb dir eine Kappe. Brauche ich eigentlich nicht. Doch, guck mal. Die zeig mal. Sieht besser aus. Sieht die besser aus? Okay, warte, dann setze ich sie gleich auf. Ich hoffe, ich habe sie nicht nochmal eingesammelt. Nee, nee. Oh, stimmt. Jo, das sieht schon besser aus. Jetzt sehe ich aus wie Ninja, oder? Ja, schon. So, die sind harmlos. Ah, da ist noch mal einer. Ah. Aua! Was ist gekommen? Ja. Danke, dass du mich... Kein Problem. Hier, ich bin Backside-Ninja hier. Die haben sogar eine Feuertonne. Was für ein Luxus. Finde ich echt cool. So, die nächsten. Ja, das ist wahrscheinlich hier wieder die Roboter. So. Leuchtet immer noch. Das ist eine Kiste. Oh, sehr drin. Schön. Wollte zuerst mal schauen, was drin ist. Aber ach so, okay. Ja, kannst du auch machen. Gut, kannst. Oh, Chicken fällt vom Himmel. Hast du gerade... Ich wollte gerade fragen. So, nächstes. Da noch eine Karotte. Und hier gibt es wieder... Unbedingt den Pulse-Charm zulegen, ne? Weil der erleichtert... Ja, dachte ich mir schon. Aber das Tech müsstest du noch haben im Inventar, oder? Ich guck nachher gleich mal vorbei. Oh, das ist wieder lecker.
Nein, nicht. Ich will doch nicht das. Ich hab doch beiden eine. Ne? So, Kohle. Guck mal, wie schnell. Da ist auch noch ein bisschen Kohle. Ach ja, wir müssten dann einfach mal auf einem Planet landen, wo wir genügend Faber sammeln können. Die sind doch in jeder. Mal schnell gucken, was drin ist. Oh, nichts Spezielles. So, da ist Treffen. Wieder. Aua! Treffen noch! Ja. So, jetzt wird es natürlich wieder. Was wollte ich mir zeigen? Sag nur. Oh, eine Geheimtür. Cool. Guck mal, wo bin ich? Ja, ich sehe es. Du bist unten durch die Geheimtür. Die gab es ja schon früher. Ich hab was Cooles gefunden. Warte. Ja, das sind die Roboterritter, oder? Oh nein, nicht schon wieder. Ich hab die Gitarre gefunden. Oh nein, jetzt krieg ich schon wieder dieses komplette. Huch, sind das für ein Vieh? Oh krass. Oh, der mag uns auf jeden Fall mal nicht. Und sein kleines Haustier auch nicht. So, schauen wir mal weiter. Hier gibt es wieder ein wunderschönes Häuschen. Und ein blauer Freund sitzt oben auf dem Dach. Oh Scheiße, jetzt hätte ich gerade eben schier den Guard irgendwie angeschlagen. So, dann machen wir einen schönen Sprung. Ne? Und es ist... Oh, das ist was für mich. Eine Einhand-Tornado-Klinge. Okay. Mit Steineffekt. Sogar in Blau. Ich schnell gucken. Macht 117. Die würde sich sehr gut passen zu der jetzigen, wo ich jetzt habe. So, solange ich auf dich warte, tue ich hier noch ein bisschen Kohle abbauen. Guck mal. Was um Himmels Willen ist ein Steineffekt? Steineffekt, Versteinerung. Dass man versteinert wird. So, es wird schon wieder Abend, sehe ich das richtig? Ja, leider. Wer macht so schnell einen Tageswechsel? Oh, da ist noch eine kleine Händlerin. Händlerin? Da ist eine Tablette. Und eine Truhe. Oh ja, ich lasse hier gerade den gesamten See ablaufen. Ja, da ist eine Truhe unten. Hab ich schon gesehen, ja. Weiß nicht, was drin war. So, okay, Tablette. Leuchten. Wir leuchten wieder. Hier ist auch wieder eine Truhe. Aber nur Tomato. Ja. Da hat irgendjemand die Tomatensamen reingepflanzt. So, was gibt's hier noch Schönes? Toll, schon wieder. Dankeschön. So. Tomaten hast du abgepflückt? Ja, warte, ich nehme noch den Baum hier mit. Ja, die Axt können wir erst später machen. Das macht nichts. Du ich mit. Ich hörst sogar bei mir in der Entfernung. Na, da war doch eine Karotte. Geh zurück. Auch hier schon ab.
Okay, die tausende von Saplings, die kann ich natürlich wieder wegschmeißen. Ja. So, die Forstbehörde. Wir sorgen für ihren sicheren Fahrweg. Oh, da hinten leuchtet irgendwas ganz schlimm. Ach, der hat die anderen angegriffen. Na, klasse, schon wieder. Ach. Da oben gibt es ja eh Kohle. So, danke schön. So, langsam müssten wir doch hier den Planeten umrundet haben. Da noch eine Schatztruhe, guck mal rein. Oh, what the hell, ey, kannst du nicht mitnehmen. Oh, oh, oh. Oh! So. Anhauen, umhauen, abhauen. Oh. Tod den Aufgewärmten. Ja klar. Ach, das sind so Piraten hier. Dass du nicht stirbst, ne? Nö, 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 nö. So, den vielleicht nicht anhauen dann. Dankeschön. Macht halt alles zu. So, ich sehe schon wieder den einen Anhausch. Oh, 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 ja. Scheiße! Ich weiß mal was. Ja, ja, mach ich jetzt lieber. Sorry! Ja, nicht ich. Oh, oh. Kommt zu dir. Nö, der will Gott sei Dank nichts. Der will nichts. Hier ist wieder dieser Salatschädel. Willst du ihn nochmal? Was für ein Salatschädel? Ach, den? Nee, brauche ich nicht. Telefonkabine. Also echt? So, schauen wir mal. Wir leuchten aber, verdammt. Hi. Der war doch nett. Ja, aber nicht. Der nicht, nee, der mag uns nicht. Oh. Was hat der jetzt? Ja, du hast rübergeschossen zu ihm. Wollte ich ja nicht. Das sagen sie alle. 1000 Pixel in einer Truhe. Oh, GZ. Ja, das ist noch nicht viel, ne? Wenn du überlegst, gewisse Gegner, die droppen 4.000 bis 5.000. So, hier noch drüben. So. Guck mal, wo ich sehe. Und wir haben es einmal durchgeschafft. Aber irgendwie was mega Interessantes haben wir nicht gefunden. Dann porte ich ganz kurz rüber auf. Wir haben nicht mal einen Boss gefunden. Ja, dann gehe ich rüber zum Outpost. Ganz kurz. Warte, komm gleich mit. Ich gehe zum Walmart und schau mal, was die uns für eine schöne Quest haben. Ich frage mich allerdings. Ah, da ist es gleich direkt zum Teleporter. Yes, I accept. So, dann schauen wir mal nochmal, ob wir noch irgendwo. Ah, da ist sie gleich. Was anderes finden? Ihr habt mir einen Käffi gegeben. Nee, sieht nicht so aus, dass hier ja noch jemand ist. So, jetzt gehst du aber bitte zuerst auf dein Schiff hoch und guck bitte, ob wie heißt es ist. Ach, ob die Tech drin ist? Ob du die Techs hast. Ja, Moment, dann muss ich runter zum Teleporter. Hier, Beam to Ship. So, ich bin da. Dann schaue ich ganz kurz in die Tech.
Show me my Tech. Bouncy. Nein, du musst nicht in deine Techs schauen. Du musst gucken, ob du kleine blaue Blättchen hast. Ja, gucke ich gerade. Also, ich habe hier einmal Shroom Table. Den kann ich lernen. So, und was anderes habe ich nicht im Inventar. Den Kopf werfe ich gleich mal weg. Das fliegt auch raus. Ist jetzt hier aus 63 Schaden. Fliegt raus. Throwing Dagger brauche ich auch nicht. Teer braucht man nicht. Ne, da hattest du einfach Glück, die zu finden. Nee, ich habe die auch gegeben. Du hast ja gesagt, man muss die Techs auch lernen. Ja. Ja, und das habe ich gemacht. 103, 136, die können wir auch mal langsam wegschmeißen. Das kann nicht sein. Du hast genau gleich viele Techs bekommen wie ich. Ja, Techs findet man halt immer in Kisten durch Zufall. Ja, genau. Und die hast du auch zwei gefunden. Ich habe keine zwei gefunden. Doch. Du hast ja okay gesagt, dass du zwei gefunden dann hast. Dann gucke ich mir den Stream nochmal an. Vielleicht sehe ich es ja da drin irgendwo. Wo ich es habe und wo ich es zur Not hin habe. Weil ich gucke hier rein. Ich habe hier eine Blank-Tech-Card. Noch zwei. Ja, genau die meinte ich. Blank-Tech-Karte. Das sind für die, dass du Pulse-Jumps lernen kannst und dieser Speeder. Ist auf Tech. Okay, Moment. Show me Tech. Und dann musst du Pulse Jump nehmen. Der ist auf Füße. Ja. Ach, Unlock Tech. Ah, jetzt, Edle. Genau. Lex kann ich auch noch lernen. Pulse Jump. Und ich kann Bouncy, könnte ich auch noch lernen. Oder Energy Dash. Energy Dash. Ich hab die Blase sonst. Ich habe die Blase gelernt. Energy Dash ist halt einfach, wenn du zweimal D oder zweimal A klickst, wenn du ja nach vorne. Tack. Genau. Tack. Kannst okay du aber auch in der Luft machen mit Pulse Jump. Ja, ich kenn's noch von früher. So, ich muss ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ich habe so viel Schrott drin. da haben wir noch ein paar Seeds. Die kann ich auf jeden Fall wegschmerzen, die Waffe. Was hat die hier? 103 fliegt raus. Die coole Kappe wollen wir nicht. So cool ist die nämlich gar nicht. Dann habe ich hier noch ein bisschen Erz gesammelt, wie Gold zum Beispiel. Wo sind noch ein paar Sachen? Die Scientist-Jacke kann ich auch mal wegschmeißen. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Das kommt rüber. Da haben wir noch Coffee Seed. Tesla Spike. Wofür will ich einen Tesla Spike jetzt haben? Weiß es nicht. Ja, frage ich mich auch. Das hier war doch unsere Wasserkiste, genau. Ja, da ist Wasser und anderes. Dann hauen wir das Zeugs rein. Da habe ich nochmal was gefunden. Ach nee, das ist unsere Fresskiste. Allerdings ist die schon voll. Die Tomaten ja, kann ich noch rein. Größere. Tomato Seed kriege ich nicht mehr rein. Saplings vernichte ich gleich. Weil diese Saplings brauchen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Die was brauchst du? Immer, ein großes Tor. Immer wegschmeißen. Wie, was für ein großes Tor? Guck mal. Aber ich habe hier noch 900. Kannst du vernichten. So, sieben, eine Waffe mit 27 Schaden. 148 und Poison. Was ist es? Awesome Rage Mulcher. Oh, den lege ich mir mal an. Dann mach mal. Schlag mal zu. So, warte, ich schlag mal hier zu. Oh, der hat einen Giftschwinger. Yep, obwohl ich so einen in der Ferne mag ich eigentlich fast lieber. Aber der hat halt 148 Schaden. Ja, ne? Öllaterne fliegt raus. Yeah.
So, was haben wir denn in der hier drin? Ach, da sind meine... Diese Käfer gebe ich dir rüber, ne? Was für Käfer? Buckets. Okay, ich dachte, die kann man irgendwo verkaufen. Kann man dann bei einem Händler wahrscheinlich einkaufen. Ja, ich tue sie hier oben mal in diese Kiste hier rein. Haben wir irgendwo Glas? Wo ist denn unsere Kistenkiste? Ich hab keine Ahnung. Wir hatten doch eine Kistenkiste. Na? Nummer 4, ja genau, Nummer 4 war die Kistenkiste. Dann hau ich hier mal die Kisten, die wir gefunden haben, noch rein. Da ist noch eine Kiste, das ist eine Kiste. Habe ich noch viel Glasblocks? Hast du auch so viele? Naja, die hau ich mal hier in diese erste Tech-Kiste rein. So. Oh, das ist noch eine für Nummer 4. Ein Wooden Crate holt 16 Items. So, und hier für unsere Structure-Kiste habe ich hier noch ein Campfire, das ich gerade nicht brauche. Okay, ich bin eigentlich soweit wieder recht frei. Kohle habe ich gesammelt, wie blöde gerade eben. Aber mir auch noch ein paar. So, dann können wir eigentlich wieder los. Bist nochmal da runter? Auf dem Planeten, wo wir gerade waren. Ja. Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie wir das Fuel, also ich habe dieses eine jetzt für 500 gekauft. Soll ich mal probieren, in einen anderen Sektor zu kommen mit den 19? Mit 19 kommst du nirgends hin. Du brauchst 55 für den ersten Flug. 55? Ja, 55 habe ich dir vorhin gesagt. Moment, wie viel haben wir Kohle? Kohle nützt doch nichts, mein Freund. Doch, damit kann ich Fuel kaufen im Außenposten. Brauchst Kohle? Ja, sage ich ja. Und ich habe 3700... Kohle kann ich doch nicht reinfüllen in den... Haben wir doch schon probiert, dass er keine Kohle... Was? Willst du eine Kohle verwenden? Na, ich will keine Kohle verwenden, ich will Fuel kaufen. Ja, aber nicht mit Kohle. Ja, mit Geld, meine ich. Ach so. Und ich kann 20 für 300. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 investiere, dann haben wir 60. Und das müsste ja langen, laut deiner Rechnung. So, Ich guck mal ins... So, ich guck hier mal. Containing Fuel. So, was haben wir denn hier? Fuel Cost. Ja, aber dann müssen wir noch auf einem Planeten sein, wo harmlos ist. Ne? Also, oh dear, this is incomplete. Fuel Cost. Fuel Hatch. Okay. Ja, wenn du Moment. Ne? Ich setz mich mal hinter deinem Sessel hin. Da habe ich mir nämlich einen Stuhl hin. Das ist okay. Ich komme gleich wieder, bis gleich, ne? Ich hol mir schnell Milch. Mir ist die Milch ausgegangen. Selecting different... Bis gleich, ne? Yep, bis gleich. Gives you a better fuel value. Okay, ich lese mir das hier nochmal ein bisschen durch, aber so wie es aussieht, müssen wir das wirklich kaufen. Dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier. Und ja, danke dir fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.